Guten Abend und sehr, sehr herzlich willkommen hier im Deutschen Filmmuseum und vielen, vielen Dank für Ihre Geduld, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Aber es hat sich sicherlich gelohnt oder wird sich noch lohnen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Noch viel mehr freue ich mich aber, Barbara Baum begrüßen zu können, die frisch gekürte Ehrenpreisträgerin des Deutschen Filmpreis. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Barbara Baum hat diese sehr besondere Auszeichnung am 19. Juni in Berlin für herausragende Verdienste um den deutschen Film verliehen bekommen. Und herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Der heutige Abend ist der Abschlussabend unserer Filmreihe zum Thema Mode im Film, in der wir in den letzten Wochen im ganzen August Spiel- und Dokumentarfilme zum Thema Mode gezeigt haben. Aber nicht nur das, der ganze August war im Prinzip ein Modemonat und heute Abend ist ein besonders modischer Abend. Wir haben auch eine Reihe gezeigt zum Filmemacher oder beziehungsweise Filme, die Kostas Moukoudis ausgesucht hat, die im Museum für moderne Kunst derzeit eine Ausstellung über ihn und über seine Werke gezeigt worden sind. Und unsere eigentliche Modefilmreihe ist inspiriert von einer ebenfalls schönen Ausstellung im Historischen Museum über die Modemacherin Erika Siegel-Reinhardt. Kommen wir aber wieder zurück zu Barbara Baum. Claudia Dillmann, unsere Direktorin, hat in ihrem Vorwort zum Katalog geschrieben, Kostüme im Film erzeugen Stimmungen, charakterisieren Figuren, stilisieren Zeiten und Orte. Sie bestimmen maßgeblich, ob eine erschaffene filmische Welt stimmig ist, ob sie authentisch und damit glaubhaft wirkt. Entscheidend sind dabei Details. Barbara Baum ist eine Meisterin der Details. Ihre Akribie ist legendär. Barbara Baum hat die Kostüme für mehr als 70 deutsche und internationale Kino- und TV-Produktionen entworfen. Sie zählt zu den renommiertesten Kostümbildnerinnen in Deutschland und ist sicherlich auch ihrer Akribie zu verdanken, dass sie zu der deutschen Kostümbildnerin geworden ist. Ein weiterer und vielleicht noch wichtiger Grund ist ihr ganz besonderes Gespür für historische Stoffe. Beim Entwerfen ihrer Kostüme orientierte sie sich stets am umfangreichen und akribischen Recherchen, aber sie arbeitet auch zugleich immer dicht an den Schauspielern, die die Rollen ausfüllen und an den Rollen, die die jeweiligen Drehbuchautoren oder Regisseure für die Schauspieler vorgesehen haben. Nach einer Schneiderlehre hat sie Kunst- und Kostümgeschichte studiert und als Modedesignerin angefangen zu arbeiten. Ihre allerersten Filmarbeiten sind eng mit dem neuen deutschen Film verbunden, mit Autorenfilmern wie Peter Lilienthal, Peter Fleischmann oder Reinhard Hauff. Ihre Karriere beim Film ist aber vor allem ganz, ganz eng mit der Arbeit von Rainer Werner Fassbinder verbunden, den sie 1972 kennengelernt hat und mit dem sie bis zu seinem Tod 1982 immer wieder zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel in dem Film Lili Marleen. Sie arbeitete aber zudem auch mit anderen internationalen und auch deutschen Regisseuren zusammen, mit Volker Schlöndorff, Heinrich Brilleur, Bernd Eichinger. Sie hat Kostüme für Mary Streep, Jessica Schwarz oder Maria Schrader unter anderem entworfen. Barbara Baum, und das darf auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben, ist aber auch dem Deutschen Filmmuseum sehr, sehr eng verbunden und ist schon über sehr, sehr viele Jahre. In unserer Dauerausstellung sind auch zwei Kostümentwürfe von ihr zu sehen oder Kostüme von ihr zu sehen, von Lili Marleen, den ich gerade schon erwähnt habe, die Sie sich jederzeit gerne angucken können und das lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum 23. August war im Berliner Martin-Gropius-Bau die ebenfalls vom Deutschen Filmmuseum präsentierte Ausstellung Fassbinder jetzt zu sehen, die das Werk Rainer Werner Fassbinders und seinen Einfluss auf die zeitgenössische Kunstproduktion veranschaulicht. Und ein Raum in dieser Ausstellung war der Arbeit von Barbara Baum gewidmet. Und im Zuge dieser Ausstellung ist auch ein Katalog entstanden. Filmstoffe heißt er. Hier ist er, ein wunderschöner Band, den Sie gerne an der Museumskasse kaufen können. Und da gibt es ein umfangreiches Interview mit Barbara Baum, geführt von Hans-Peter Reichmann. Es gibt sehr viele Grußworte und Arbeitsberichte von Schauspielerinnen und Schauspielern, die mit ihr zusammengearbeitet haben, von Regisseuren. Und es ist ein wunderschönes Buch geworden.
Den Film, den wir heute Abend zeigen, Die Ehe der Maria Braun von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1979, hat sich Barbara Baum ganz explizit gewünscht. Warum? Das wird sie im Anschluss in dem Gespräch mit Hans-Peter Reichmann, dem Sammlungsleiter vom Deutschen Filmmuseum und maßgeblich verantwortlich für die Ausstellung Fassbinder, jetzt bestimmt nochmal ausführlich erläutern. Darauf freue ich mich schon. Die Filmkopie bzw. das DCP, die digitale Kopie, die Sie heute sehen, ist eine neu restaurierte, von der Fassbinder Foundation neu restaurierte Fassung, die erst im Juni ihre Premiere gefeiert hat in Köln und die heute jetzt hier in Frankfurt ihre Premiere feiert und die dazu geführt hat, dass der Film die Ehe der Maria Braun wieder in neuem, schönen, vollen Glanz erstrahlt. Auch darauf können Sie sich sehr, sehr freuen. Jetzt freuen wir uns einfach alle auf die nächsten 115 Filmminuten und auf das anschließende Gespräch. Und ich wünsche Ihnen einen tollen Abend, einen inspirierenden Abend und ja, viel Vergnügen dabei. Ja, herzlich willkommen nochmal. Wir werden uns ein bisschen unterhalten über die Arbeit von Barbara Baum. Wir kennen uns schon sehr lange, deshalb werde ich Sie auch duzen. Wir haben jetzt die letzten Monate sehr eng zusammengearbeitet, weil wir eine Ausstellung vorbereitet haben im Gropiusbau in Berlin, die leider jetzt seit einer Woche zu Ende ist. Und und zu dieser Ausstellung war ich bei Frau Baum mehrmals in ihrer Wohnung. Und das ist ein Schatz beziehungsweise eine Schatzgrube. Eine Wohnung, wo sie seit 44 Jahren wohnt, arbeitet, ein Atelier, wo alle Erinnerungen an ihre Arbeit, an ihre über 70 Filme beheimatet sind. Und wir sind auch jetzt übereingekommen, dass sie ihre Sammlung dem Deutschen Filmmuseum, Filminstitut überlässt. Wir haben einen Großteil schon hier in unserem Depot. Und ich werde auch Ende September wieder bei ihr sein und wir werden die Sammlung hier nach Frankfurt überstellen. Dankeschön. Es war viel Arbeit, Überredungskunst war es, glaube ich, nicht viel, weil ich glaube, Barbara war schon immer überzeugt, dass es wichtig ist, dass ihre Unterlagen auch einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen. Und ich kenne sie eben noch aus einer Zeit, wo im Abspann oder im Vorspann auch der Name der Kostümbildnerin manchmal falsch geschrieben wurde oder ganz weggelassen wurde. Wenn was ausgeblendet wurde, wurden immer die Kostüme ausgeblendet. Ja, und das ist vielleicht jetzt sicherlich auch durch deinen Preis, den du jetzt bekommen hast, eine kleine Anerkennung oder eine Genugtuung, wie lange du gekämpft hast, auch um diesen Beruf, der so wichtig ist, den du auch einmal beziehungsweise Heinrich Palleur als den dritten Regisseur bezeichnet hast, dass das eine entsprechende Anerkennung hat. Und wir zeigen jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt, 3 Minuten 23, aus einem Interview mit Rainer Werner Fassbinder, wo er sich über die Arbeit und ganz speziell über die Person und die Kunst von Barbara Baum äußert. Die Qualität ist nicht die optimalste, weil es von VHS überspielt wurde, aber der Inhalt dessen, was Fassbinder über Barbara Baum sagt, ist doch für unser Gespräch sehr wichtig. Ich denke, von diesem Herrn, das ist fast ein Kompliment, diese Aussage, oder? Das ist ein Kompliment, aber wie? Vielleicht können wir jetzt das erste Bild von der PowerPoint nochmal zeigen, bitte, wenn es geht. Wir haben einige Fotos zusammengestellt. Wie? Das Foto davor, wenn möglich. Ja, das ist ein Schnappschuss, den du gemacht hast bei den Dreharbeiten. Und das ist, glaube ich, auch so was ganz Besonderes, dass du bei den Dreharbeiten immer fotografiert hast und auch die Atmosphäre eingefangen hast. Und du bist ja auch immer ganz nah bei den Schauspielern. Das ist jetzt natürlich Hanna Schicula und Fassbinder bei den Dreharbeiten zur Ehe der Maria Braun. Wie war denn, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Fassbinder hat eben erzählt, der erste Film 1972, Effi Briest, bist du zu ihm gegangen? Ist er auf dich zugekommen? Wie ist das passiert? Ja, das ist eigentlich
ohne mein Dazutun passiert, weil ich habe einen Film mit Anfang, das war 68, glaube ich, ja. Mit dem, wie heißt er? Peter Fleischmann. Peter Fleischmann und das, die Jachtszene in Niederbayern. Und da hat die Hanna eigentlich die Hauptrolle gehabt, die Hanna Schigula, aber da er sie sich verstritten hatte mit dem Regisseur, kam dann die Angela Winkler als Hauptrolle. Und das haben wir in einem niederbayerischen Dorf gedreht, wo also etwa 5 Höfe waren oder 7 und ansonsten nur noch ein Wirtshaus und ein Gemischtwarenladen. Und in diesem Wirtshaus im Tanzsaal oben habe ich meine Kostüme aufgestellt, um die Bauern an- oder auszuziehen. Und die Hanna und alle, der Martin Sperr, der das ursprünglich ein Theaterstück war, das, was er zu einem Drehbuch umgearbeitet hat, der saß da auch immer. Und der Fleischmann hat sich unheimlich lange da beim Drehen aufgehalten. Und wir waren sehr, sehr oft da zusammen auf diesem Boden. Und das hat eine Art von Grundfreundschaft ist daraus entstanden mit Gesprächen. Und ich bin auch mit dem Sperr damals, der sagte, ich soll doch mitkommen. Und die haben ein Fremdenzimmer und da könnte ich auch wohnen. Und wir könnten am Wochenende, wenn wir da ja nicht drehen können bei den Bayern, Niederbayern, dann könnte ich ja mir in den Kammerspielen oder im Werkraumtheater seine Stücke angucken. Das habe ich auch gemacht, wo er auch mitgespielt hat. Und dann haben wir da, wie gesagt, sehr lange gedreht in diesem Nest. Und da bin ich, also da haben wir viel Spaß miteinander gehabt. Der Sperr, die Schigula und so manche Leute, die auch aus den Kammerspielen kamen und die auch immer nicht in der Szene drin waren. Wir haben uns da eigentlich nicht gelangweilt. Wir haben uns immer sehr gut unterhalten. Das war mal der merkwürdige, dafür konnte ich überhaupt nicht, das war so gegeben. Und dann hat der Rainer Tauf einen Film gemacht über den Räuber Kneißl, der gewildert hat aus Armut, um seine Familie mit irgendwie schwarzgeschossenem Wild denen die Möglichkeit zu geben, was zu essen. Und da war die Hanna Schigula eine Bedienung in so einer Gastwirtschaft in Bayern. Und als dann die Frage an die Hanna gestellt wurde vom Rainer Werner Fassbinder, was macht, und zwar hat mir die Hanna später erzählt, dass sie nie eine Kostümbildnerin hatten. Jeder hat Taschen voller persönlicher Sachen mitgebracht und der Rainer hat ausgesucht, was er für diese frühen Filme genommen hat. Also er hatte eigentlich keinen Kostümbildner vor mir je gehabt. Und dann hat sie, als der Fassbinder sagte, was machen wir denn bloß mit Effi Briest, da geht es ja nicht so, wie dass ihr Taschen mitbringt und so weiter. Und da müsste man eine Kostümbildnerin haben. Und daraufhin hat die Hanna wohl spontan gesagt, warum nimmst du nicht die Barbara Baum? Die hast du doch auch. Der Rainer spielte in der Kneißl-Legende den Bauern, der den Kneißl an die Polizei verraten hatte. Und die ganzen Kostüme waren echte alte Sachen, die in den Bavaria-Archiven lagen. Arbeitssachen und so weiter. Also wurde nichts neu gemacht. Und da kam der Fassbinder hin, ließ sich von mir anziehen. Wir haben aber überhaupt kein Wort miteinander gesprochen. Und als die Hanna das sagte, hat er gesagt, ja, machen wir. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Ich müsste zum Fassbinder kommen und er wollte mit mir die Effi Briest machen. Und ich habe ein Buch bekommen, habe das gelesen, habe es Gott sei Dank gut eingeteilt gehabt, so nach meiner Art. Und bin da hingekommen und habe aber gedacht, er will mich kennenlernen, um darüber nachzudenken, ob er mich überhaupt will oder mag oder er mich sympathisch oder unsympathisch oder kompetent und unkompetent findet. Und da hat er sich saß er am Tisch mit all seinen mit seinen Freunden und Mitarbeitern, die teilweise spielten. Der Kurt Raab saß rechts von mir an dem Schmalseite, hat er immer zum Kurt Raab gesagt, schreib das mit, schreib das mit. Der Kurt musste immer schreiben, der Rainer hat mir nur zugehört. Und er hat mich durch das ganze Drehbuch gefragt, was ich denke, was denn die Effi früh und da und dann später und dann noch später anhätte. Und ich hatte das Buch ja mindestens zweimal durchgelesen und mir manche Rollen angestrichen und auch ein paar Stichpunkte gemacht. Und ich habe ihm das so ich hatte ja nichts bei mir, woraus ich das ablesen konnte. Ich habe das improvisiert mit den Seiten. Und damit war das für ihn klar. Das war's eigentlich. Und so bin ich zu Rainer Werner Fassbinder gekommen. Und dann haben wir gedreht
Und ich war ja das erste Mal bei einem Fassbinder-Film dabei. Und wie er schon gesagt hat, er fand das wohl ein bisschen sehr merkwürdig, dass ich sagte, wir können nicht drehen. Der Ballhaus hat ja die Kamera gemacht, ein großer Profi. Der Rainer hatte schon viele Filme gemacht. Und ich jetzt als Neuling sage, wir können nicht drehen, wenn die Brosche nicht da ist. Aber was er darüber gedacht hat, haben wir ja eben gehört. Also und so. Und dann habe ich alte Verträge gehabt, die ich erfüllen musste nach Effi Briest. 2-3 Jahre hatte ich feste Fernsehverträge mit Peter Bouvet oder mit anderen Regisseuren. Und dann hat der Rainer mich mal auf einem Filmfest, zum Filmfestival in Berlin, sind wir gemeinsam da in dieses Literaturhaus in der Fasanenstraße zu irgendeiner Fete gegangen. Und da, als er an mir vorbeiging, hat er gesagt, ich habe dich gehasst. Und das war mir, also fand ich so schrecklich. Da habe ich gesagt, wieso hast du mich denn? Du hast mich doch gar nicht gesehen. Sagt er, ja, das war ja der Grund. Und da hatte er Despair gemacht mit wirklich super tollen Schauspielern. Und da ist er mit der Kostümbildnerin, die vom Theater kam, überhaupt nicht zurechtgekommen. Jedenfalls hat er eine Stinkwut auf mich gehabt und hat dann gesagt, wir machen jetzt mal Folgendes, wenn du andere Verträge machst, rufst du mich vorher an, was ich zu tun habe oder was ich mache, ob ich in der nächsten Zeit was mache. Und so, dazu kam es gar nicht. Er hat dann, als wir nach diesem Treffen mit ihm, hat er dann, und der Effi Briest, hat er dann mich, also unentwegt, dann kam die Maria Braun, dann kam Alexanderplatz, dann kam das alles ja, das wusste ich schon immer, während wir das eine drehten, wusste ich, das nächste kommt, weil der Fassbinder ja immer an allen Enden und Ecken brannte und schon ein Buch für das nächste schrieb und den alten Film geschnitten hat und so lief das und ich bin bei ihm geblieben und ich hätte keine schöneren Aufträge können. Vielleicht können wir jetzt das nächste Foto nehmen, wo Fassbinder nochmal in der Rolle zu sehen ist als Schwarzmarkthändler. Das ist ja auch ein Foto von dir. Das ist ein Anschlussfoto. Er hat ganz spontan gesagt, er will den Schwarzhändler spielen. Und damit hatte ich ja keiner gerechnet, ich auch nicht. Ich wusste das gar nicht. Und dann bin ich sofort losgeschossen zu der Theaterkunst und habe mal geguckt, wo ich was finde, was ihm ungefähr, es konnte ja knapp sein oder zu groß sein, aber er musste einen Anzug und irgendwie so diesen Schwarzhändler-Typ darstellen. Und dann habe ich mehrere Sachen anprobiert, auf einem Herrenklo in Kreuzberg, wo Schwingtüren waren und Männer zum Pieseln reingingen. Und wir haben das aber in Seelenruhe gemacht. Und dann, als er rausging zum Set, wo er gedreht wurde, habe ich gesagt, ich muss noch ein Anschlussfoto machen. Und das stand jetzt, dieses Anschlussfoto stand jetzt in meinem Kostümraum, in dem Raum davor, wo deine ganzen wunderbaren Schriften vom Fassbinder waren. Lebensgroß war er an der Wand oder sogar etwas größer, als er etwas wirklich größer. War. Ja, vielleicht das nächste Foto bitte. Das zeigt nochmal deine Vorgehensweise, wie du an ein Projekt herangehst, wie du so fast ein Drehbuch sezierst mit entsprechenden Angaben. Und das ist eine Jacke beispielsweise aus deiner Garderobe, aus deinem privaten Fundus. Oder? Ja, die hatte ich mal irgendwo getrödelt. Die lag bei mir und die haben wir dann, das war ein reiner Zufall, aber die passte ja wirklich wie die Faust aufs Auge sozusagen, zu dieser Szene auf dem Bahnhof, wo sie ihren Mann sucht. Und früher hatte man ja keine Computer. Ich habe alle Auszüge jahrelang mit der Hand gemacht, weil ich dann, wenn ich fertig war mit dem Drehbuchauszug, dann mit einem Kostümauszug und dann mit das Ganze nochmal durch das nächste Bild. Wie viele Kostüme dann dabei rauskommen und in welcher Weise. Diese Listen habe ich ja vorher gemacht, dann musste ich erstmal eine Kalkulation machen, was Kostüme kosten würden. Und das hat dann also den Fassbinder erschüttert teilweise, aber er hat eine sehr faire Art gehabt. Er ist zum Produzenten gegangen, hat gesagt, die Barbara Baum hat ausgerechnet, wir brauchen noch 30.000. Und die will ich auch haben. Mir hat er den schwarzen Peter gegeben, aber er hat das Geld gekriegt. Und das war auch nötig, um dann wirklich also eine gute Ausstattung zu machen. Also offensichtlich war das, was er dann auch wirklich immer schätzte, dass ich mich durchgesetzt habe, dass ich mich nicht kleinkriegen lassen habe und dass ich offensichtlich Sachen gemacht habe, die ihn dann inspiriert haben. Denn er hat Schauspieler, die also besetzt waren, nie vorher sprechen wollen, über die, mit denen über die Rollen sprechen wollen
Oder er wollte auch auf gar keinen Fall den Schauspieler sehen, bevor er dreht. Und wenn er an dem Tag dann in Kostüm und Maske auf ihn zukam, das hat ihn inspiriert und dann hat er das benutzt und hat er selber auch gesagt, in irgendeinem anderen Zusammenhang hat er gesagt, dass ihn das, ja, Zoe Lorenz hat er das mal gesagt, die haben sich mal darüber unterhalten, warum das so ist, dass wir uns so gut verstehen. Und da hat er gesagt, das braucht er, das ist ein kreativer Schub, wenn er dann die Szenen dreht und die nur als Darsteller jetzt in Kostüm in ihren Rollen sieht, das findet er toll. Er will die privat gar nicht sprechen und gar nicht mit denen diskutieren. Das hat er mir überlassen. Und einmal habe ich ihn erwischt, da stand ich nämlich hinter der Kulisse und da hat er zur Sukowa oder zur Düringer gesagt, das Kostüm ist, ja, das war die Düringer am Alexanderplatz, als sie eine verflickerte, so eine ganz, aus so ganz ollen Sachen zusammengenähten Pelzmantel anhatte und sie eine Sängerin war, so eine Hinterhof junges Mädchen oder junge Frau und da hat er, die dann singen musste, ein Lied singen musste, was immer ein Refrain hatte, ich schwanke hin, ich schwanke her. Und dafür hatte ich ihr ein sehr schönes Kostüm gemacht. Aber in dem ersten Kostüm, als er sie überhaupt sah, weil sie wesentlich älter war, als sie hätte sein dürfen, sie war vielleicht um 50 oder zwischen Mitte 50 und sie sollte im Drehbuch stehen, sie spielt die Zilli, die im zweiten Hinterhof wohnt und fast wie eine Schauspielerin aussieht, also so eine Art, ja, sie sollte ja blonde Haare haben, also wie eine Jean Harlow für ganz Arme. Und das haben wir aus der Düringer gemacht, mit vielen, vielen Umständen. Die war sich selber nicht sicher, dass der Fassbinder, sie hatte einen Kurzfilm mit Fassbinder gedreht, in irgendeiner Zeit lange davor. Und da war sie eben, hat die Düringer sehr viele Filme gemacht, abgesehen mal von ihrem Burgtheater, hat sie sehr viele Filme und Hauptrollen gehabt. Und da hatte der Fassbinder sie für diesen Film ausgesucht. Es war ein Douglas Sirk-Film, der damals unterrichtet hat an dieser Filmschule. Mhm. Und das war's. Und da hat er, und der war sich sicher, dass die Düringer genau die richtige Besetzung ist. Und weil sie dann so ein bisschen verwelkt aussah, aber trotzdem jetzt helle Haare hatte und dann so sehr witzig angezogen war. Und als er sie sah in Maske und Kostüm, da hat er gesagt zur Düringer, genial, das Kostüm. Und daraufhin habe ich von hinten gesagt, danke, Rainer. Und da hat er gesagt, stimmt sowieso nicht. Und der hat nie Komplimente gemacht, das wollte er nicht. Du hast gesehen, dass er damit gut umgehen konnte, das war das größte Kompliment, was er dir machen konnte. Der hat nie irgendwie besondere Elogen gemacht. Nicht? Er hat nur zu unserer ganzen Truppe gesagt, zu allen anderen, die uns manchmal geärgert haben, weil wir im Weg standen oder weil irgendwas war, da hat er immer gesagt, lass bloß die Kostümabteilung in Frieden, das sind die einzigen Profis hier am Set. Und eine Hauptgarderobe wurde mal zum Abschlussfest, das war Maria Braun, ich weiß gar nicht, wo wir das in Berlin wahrscheinlich gefeiert haben, die wurde auf dem Sessel von den stärksten Leuten, die Requisiten zusammentrugen, wurde da reingebracht und vorne neben Fassbinder gesetzt. Süß. Also das war schon irgendwie, es war wirklich von ihm, also der war erleichtert, dass er sich darum nicht kümmern musste, weil er wusste, dass es auf dem Punkt für ihn also inspirierend ist, nicht? Aber woher wusste ich das vorher? Das konnte ich ja nicht wissen. Also ich war mir dessen gar nicht so bewusst, aber im Nachhinein jetzt weiß ich, niemand hat mich so arbeiten lassen wie der Fassbinder, nicht? Oder er hat dann, wenn ich sagte, das kostet vielleicht wirklich mehr, ist er zur Produktion eben gegangen und hat mich, hat mich geopfert dafür und hat das Geld aber gekriegt. Hat gesagt, naja, die Barbara hat gesagt, wir brauchen noch 25 oder 30.000 und das will ich auch haben. Das hat er auch gekriegt, weil er so schnell war. Der Rainer hat ja immer nur eine Einstellung gedreht und nur wenn was ganz schief gegangen war, durfte man aus technischen Gründen das nochmal wiederholen. Er hat diesen ersten, wo alle so konzentriert sind, weil alle wussten, es gibt nur eine Einstellung und jeder hat versucht, das Beste dazu geben von den Schauspielern und das war auch so. Er hat es nach Möglichkeit nicht wiederholt. Er hat gesagt, wenn ich 5 oder 6 Varianten drehe, weiß ich nicht, welche ich am besten finde.
Also. Das ist vielleicht auch diese Professionalität von dir oder der Kostümabteilung und diese Genauigkeit. Also das er war das ja aber auch ein fanatischer Kalkulationenersteller. Er hat ja ganz fasziniert mit Zahlen auch jongliert und entsprechende Kalkulationen aufgestellt für seine. Und weil du auch so, vielleicht blättern wir kurz die nächsten zwei, drei Tafeln durch. Das ist nochmal ein Polaroid von diesem schwarzen. Von dem Kleid, was sie bei dem Schwarzhandel da in der gekriegt, das ist ihr Barkleid für die Ami-Bar. Dann kommt noch. Aber das haben wir gemacht, nicht? Das haben wir neu für die Hanna angefertigt. Eine Kostümaufstellung jetzt für Hanna bzw. für Maria, wo du die Sachen her hast. Teilweise, das ist jetzt eine Leih für Maria 1, wo du die Sachen her hast, hauptsächlich von der Theaterkunst in Berlin. Ja, das waren mehrere Quellen, wo wir das her. Wir haben auch getrödelt noch. Also wir haben ja unendlich viele Kostüme gebraucht. Ja. Wir hatten ja 100 Rollen beim Alexanderplatz. Da kommen wir jetzt gerade in die nächste Seite vielleicht. Das ist jetzt so deine Notizen zum Alexanderplatz. Das waren ja letztendlich 14 Spielfilmlänge Teile für diesen Fernsehfilm, den du ja jedes einzelne Drehbuch natürlich Das war eine Riesenarbeit. Ich habe alle 14 Drehbücher ganz systematisch erstmal die Drehbücher gelesen, nochmal gelesen und dann von allen 14 Büchern solche Listen angefertigt, aber per Hand. Und beim Schreiben ist Ihnen der ganze Inhalt so klar geworden im Kopf, anders als wenn man es heute auf dem Computer so schnell dahin schreibt. Und das war es dann. Und danach musste man ja, wenn man den Drehbuchauszug gemacht hat, für alle 14 Teile, also für jedes Buch einzeln, musste man ja dann erstmal dazu schreiben, eine Art von Kostümliste. Das war dann in Anpassung an diesen ersten Auszug. Da stand dann eben drin, dass an dieser Kostümliste habe ich mir ausgerechnet, wie oft jemand was wechselt. Ob er ein Kleid meinetwegen wieder nochmal in der Drehzeit also nochmal benutzen kann oder ganz wenig nur hat oder viel braucht, das stand dann in der Kostümliste. Und dann habe ich ja erst die Kalkulation machen müssen, ehe ich überhaupt einen Entwurf machen durfte. Also das war die absolute, ohne eine Kalkulation und eine eingereichte Kalkulation bei der Bavaria. Und da ist der Minx, der war der Produktionsleiter und der ist in Ohnmacht, der ist dreimal ums Haus gerannt, als er meine, da hat er gesehen, was da drin steht an Summe und dann ist der war weg, der war gar nicht mehr zu sehen. Wir haben uns getaucht. Immer gefragt, wo ist er denn? Der ist vor Wut irgendwo da hinter dem Bavaria durch den Wald gegangen oder irgendwas. Und am Ende von dem Film hat er gesagt, er bedankt sich bei mir, er hätte sehr viel über Kostüme gelernt. Ja, aber das war wirklich, ich habe da immer solche Hürden eingerissen, weil andere das vielleicht anders gemacht haben oder gar nicht so gründlich. Ich konnte so diese 14 Teile nicht machen, ohne ganz genau zu wissen, was inhaltlich in jedem los ist. Und der Alexanderplatz ging nun, Gott sei Dank, nur über ungefähr 3-4 Jahre so. Diese ganze Geschichte. Aber es gibt ja Filme, die gehen über 10 Jahre oder über 30 Jahre. Also bei den Manns war das so. Also wenn man das nicht... Wir haben gerade noch, vielleicht noch eins, zwei, noch eins weiter bitte, dass du natürlich auch die Sachen zeichnest und dass du entsprechend... Ja, das ist das Kleid von der Mieze. Also eigentlich seine letzte Geliebte, die er hat. Und die nach all seinen anderen Unglücksfällen oder auch Engagements, also so, wenn die rein, da steht im Drehbuch, dass wenn die Tür aufgeht und sie ist zu sehen, dann ist das so, als wenn das Licht angeht. Und so musste sie aussehen. Und die Sukowa hat ja auch später die Lola gespielt und sie kann auch ganz anders aussehen. Also das hat das Kostüm mit verursacht, dass sie dann, wenn die Tür sich öffnet und diese komische Schleife nur da an der Seite hat. Nächster Foto. Sie hat das auch mit dem Hut getragen, das Kleid. Das ist ein Schnappschuss, das ist von mir ein Foto. Als sie angezogen war, habe ich gesagt, du komm, stell dich nochmal an. Da waren wir in der Bavaria an die Wand. Ich muss ein Anschlussfoto von dir machen, wie du aussiehst. Und in dem Moment kam ein Wind auf. Und der Rock rutschte so, wurde hochgeblasen. Das finde ich, das ist das Glück des Moments, dass man so ein Foto dabei rauskriegt.
Jetzt hast du ja nicht nur Frauenkostüme gemacht, sondern auch Männerkostüme. Und da ist eine ganz besondere Herausforderung gewesen, die Rolle von Franz Bieberkopf. Und hier nochmal die Zeichnung. Beim Bieberkopf war die Kostümliste nachher sehr kompliziert, weil wenn man durch die ganzen Bücher gegangen ist, er hat ja gar nicht so viel zum Anziehen gehabt, aber ihm passierte so viel in jedem Kostüm. Am Anfang, der erste Blick auf den Bieberkopf war, wie er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Da musste dieser Anzug, den ich da gezeichnet hatte, zu weit sein, weil er da abgenommen hatte. Also er konnte die Hände, er zeigte das auch, dass die Hose schlotterte oder so Schlingen machte. Dann hat er diesen Unfall gehabt, dass der Gottfried John, der sein Freund war, ihn aus dem Gangsterwagen rausgeschmissen hat. Aus Eifersucht oder aus, was der Grund eigentlich war, und wo er den Arm verliert. Jetzt musste der in dem gleichen Anzug, er hatte ja noch keinen neuen, wieder weiterspielen und es musste immer so aussehen, als ob er noch keinen neuen Anzug hat. Jetzt mussten wir aber, da wir den Arm verschwinden lassen mussten, der ihm abgefahren war, mussten wir also was ganz Kompliziertes machen. Er hatte mal, der Günter Lamprecht hatte mal eine Lehre gemacht in einem orthopädischen Geschäft und er war seitdem mit dem Besitzer befreundet. Und den hat er mit in die Theaterkunst gebracht und wir haben darüber geredet, was wir machen könnten. Da haben wir beim Lamprecht ausprobiert, wo er seinen Arm lassen könnte. Hinten, an der Seite, vorne oder irgendwo, wo er am wenigsten auffällt. Dann haben wir das festgestellt, es geht nur vor. Er musste dann auch Fallübungen machen, weil er dann ja nur noch einen Arm hat und auch noch ein Rotweinglas in der Hand hat, weil er mit seinen ganzen Freundinnen meistens Rotwein auf dem Boden von seinem merkwürdigen Zimmer, wo die alte Druckermaschine drin stand. Und also das waren alles Sachen, die man sich überlegen musste. Und jetzt musste dieser, das haben wir herausgefunden, wenn wir ihm den Arm, also es war die beste Möglichkeit, den Arm nach vorne zu nehmen, dass er von der Seite weg ist. Dann musste er die Pfote ja irgendwo ablegen. Und damit sie dann aber nicht im unrechten Moment vielleicht sich bewegt, haben wir für ihn noch Schlingen, um so eine Gummisache aus lauter Gummibändern gemacht, wo die Finger ganz fest zusammen in einer Schlinge sind, die auch an seinem Arm befestigt ist, sodass er wenigstens die Finger nicht bewegt, wenn er das genau in der Mitte auf seinen Geschlechtsteilen hat. Und dann hat er geübt, wie er damit überhaupt fallen kann, ohne diesen Arm jetzt so rollen kann über den Boden. Und dann haben wir festgestellt, wir müssen ihn an der anderen Seite breiter machen. Wir mussten ein Kissen machen, was hier seine Breite verändert, und es musste ein neuer Anzug gemacht werden aus denselben Stoffen, die wir doppelt und dreifach hatten, um dann praktisch zu zeigen, jetzt ist der Arm weg, aber er hat immer noch seinen alten Anzug. Und das war, also das habe ich nur rausgekriegt, indem ich alle Bücher immer nach demselben System, erst nur das Drehbuch, dann die Kostümauszüge und dann die Feststellung, wann muss man das Kostüm überhaupt wegschmeißen oder wie lange muss er das überhaupt tragen. Und das ist der Entwurf, der Grundentwurf. Und in der Ausstellung jetzt im Gropiusbau stand eins der Kostüme, wo er den Arm nicht mehr hatte. Wir blättern jetzt nochmal durch die nächsten. Das ist jetzt das Original, das auch oben in der Dauerausstellung ist. Ein Entwurf zu Lili Marleen, auch wieder ein Schnappschuss von dir. Zwischen Fassbinder und Hanna Schigula, das nächste bitte. Ja, da hat der Rainer, glaube ich, sein Bein gebrochen gehabt bei der Lili Marleen. Die hatte zwar einen Gips, es lag immer mit auf einer Liege, nicht? Ja. Auch die ganzen Anmerkungen, die du da vermerkst, links und rechts. Ja, aber diese Anmerkungen an dem eigentlichen Entwurf habe ich für die Werkstätten gemacht, die das hergestellt haben, weil ich auf keinen Fall wollte, dass diese irgendwas Eigenes mit reinbringen. Ich habe genau geschrieben, wie das geschnitten wird und wo es schräg sein muss, wo es gerade ist oder wie es gedacht ist. Und das war ein Kasak, den ich aus einem Uferstoff gemacht hatte. Ich habe mal die Chance gehabt, die Ufer hat mal ihre Schneidereien aufgelöst und die ganzen Stoffe, die sie da gebunkert hatten aus den 30er Jahren und 20er Jahren und 40er Jahren, die waren noch alle vorhanden. Und da gab es irgendwo eine Notiz, dass die verkaufen werden. Da war ich ja also ganz am Anfang von überhaupt was. Da habe ich ja noch keinen Film gemacht, aber da habe ich gedacht, die Stoffe
soweit ich es kann, habe ich mir 5.000 das nächste wird. D-Mark gepumpt, bin da hingefahren und habe mir einen solchen Haufen Ufersachen hingelegt und die habe ich dann auch bekommen. Die habe ich zu Hause. Das berühmteste Kleid ist jetzt hier zu sehen. Ja, ja, und da waren sehr viel Silberlamés dabei. Ja. Und den hatte ich nie vergeben, den Silberlamé. Den habe ich dann bei der Hanna Schigula eingesetzt für dieses Kleid. Und das war überhaupt, manchmal hat man, ist das eine Fügung, dass man, ich hätte ihn zigmal schon zerschneiden können für was anderes, für ein schönes Abendkleid oder so. Habe ich aus irgendeinem Grund, da habe ich das nicht gemacht. Und der Rainer hat erzählt, das ist ja eine Szene am Schluss vom Film eigentlich, wo sie das letzte Mal aus dem Rundfunk steigt und Lili Marleen singt. Und davor ist sie von den Nazis ja im Luftschutzkeller verhaftet worden. Und ich glaube, sie hatte sich entweder schon eine Schlaftablette genommen, um zu sterben. Aber jedenfalls haben die Nazis sie aufgegriffen, in ihr KZ-ähnliches Krankenhaus geschleppt. Und dann musste sie vorgezeigt werden, weil ihr Verlobter, der Schweizer Sohn dieser Schweizer Familie, die praktisch auch Untergrundarbeit gegen die Nazis gemacht haben, der war im belgischen Rundfunk und hat, das muss wohl der Wahrheit entsprochen haben, das hat der Rainer reingenommen, dass er gesagt hat, die Nazis hätten die Lili Marleen umgebracht und daraufhin mussten sie sie nochmal zeigen. Und da hat der Rainer gesagt, wenn die ein letztes Mal da aus dem Rundfunk kommt und runtergeht, muss die so zerbrechlich aussehen, dass man das Gefühl hat, dass das Kleid sie zusammenhält und irgendwie ein Panzer ist. Und das war die Stunde meines Silberlamés. Ich habe das aus diesem Silberlamé gemacht und das war eben wirklich, das war offensichtlich ein Volltreffer. Schöner hätte es nicht sein können, weil noch ein Stück Stoff übrig war und da habe ich gedacht, Turban war über, da habe ich breite Schultern gemacht, wie in den 40er Jahren. Da haben die Frauen ja alle sehr breite Schultern gehabt und Polster gehabt. Und dann hatte ich noch ein Stück übrig und da habe ich gesagt, dann nehme ich den auch für den Kopf und mache einen tollen Turban. Und das war es dann. Das ist heute, das ist bis heute eins die Kostüme, die fast jeder kennt, also auch im Ausland. Wir konnten das jetzt, das Filmmuseum konnte das aufkaufen, das Kostüm. Wir haben es entdeckt in München bei einem Kostümschneider, der es leider nicht fachgerecht aufbewahrt hat. Silber ist oxidiert und wir werden das jetzt innerhalb von einem Jahr restaurieren lassen, zusammen mit der Fachhochschule für Kostümrestaurierung in Köln. Und dann wird es oben in der Dauerausstellung zu sehen sein. Kann man nur die Daumen drücken, dass es nicht so brüchig ist, dass es das ja übersteht. Es muss wirklich, da muss man ganz vorsichtig zugehen und erstmal vielleicht an dem Stoffresten, die du noch hast, jetzt mitgeliefert von dem Schneider, dass man daran mal versucht, wie das überhaupt reagiert. Jetzt kommen wir zu einem Buntfilm, der aber jetzt nur schwarz-weiß zu sehen ist. Ah, ja. Als der Rainer die Werner Fassbinder, die Lola drehte, das war ja der erste Film vom Armin Müller-Stahl im Westen, dass er überhaupt einen Film bekam. Und er spielte ja einen Baudezernenten in einem kleinen Stadt in Westdeutschland. Und die Sukowa war die Edelhure in dem Hauptpuff, den es in diesem Ort gab. Das wusste aber der Armin Müller-Stahl oder der Herr von Bohm, den er spielte, nicht. Und sie hat immer, wenn sie sich mit ihm getroffen hat, musste sie elegant aussehen und absolut tipptopp, sodass er gar nicht auf die Idee kommt, dass sie in den Puff gehört. Und dann gibt es ja eine Szene, und das ist eine meiner Lieblingsszenen, da hat sie sich mit ihm verabredet, in diese Kapelle zu fahren und da singen die einen Kanon. Sie in diesem Petticoat-Kleid diesem Baumwoll-Organdi und wunderschön, und die sitzen in der Kirchenbank und singen das zweistimmig, irgendein schönes Kirchenlied. Und er will jugendlich gelten und hat sich einen karierten Knickerbocker-Anzug angezogen. Und hier ist es in einer Pause, wo die sich unterhält, da muss die immer den ganzen Petticoat über den Stuhl ausbreiten, dass das Ganze nicht verknittert.
Und das ist der Entwurf und das ist dann eben das Kleid gewesen. Das war ein wunderschöner, heute also ein Stoff zu der Zeit, wo wir das gedreht haben, da gab es wieder mal ein Organdi, weil das, die meisten haben ja Organza gehabt, das war reine Seide und das war ein völlig anderes Material. Das kann man eigentlich waschen, stärken und dann sieht es wieder so appetitlich frisch aus. Also das ist, aber das ist eben, und die Sukowa hatte mehrere Kostüme, die so Präzedenzfälle waren, weil sie praktisch mit irgendjemand gewettet hatte, wenn sie auf den Marktplatz vorführt, vorfährt mit ihrem roten Cabriolet, musste sie und aussteigt und dann über dieses Kopfsteinpflaster mit 12 cm Absätzen praktisch stöckelt, dass sie einen Handkuss von dem Herrn von Bohm kriegt, damit er sie bemerkt. Und dann steigt die da aus. Und die, ich habe ihr gezeigt, wie man aussteigt aus dem Cabriolet im Bleistiftrock der frühen 50er Jahre, wo man sich ja nicht bewegen konnte. Und das habe ich ihr vorgemacht, weil ich das einfach wusste, wie das geht. Und dann hat sie das auch wirklich, dann hat, haben wir angefangen, die hat angefangen zu stöckeln bei 12 cm Pumps. Bei 10 ist die noch gelatscht. Also das musste alles ausprobiert werden. Und das ist unvergesslich, wie die fährt davor. Und dann macht die genauso die Beine raus und dann stöckelt sie dahin und hält ihm die Hand hin, der weiß nicht, was er mit der Hand machen soll, er gibt ihr halt einen Handkuss. Damit hatte sie die Wette gewonnen und hatte ihn auch hinter sich her dann als Liebhaber, nicht? Und Anbeter. In dem letzten Film, den du mit Fassbinder gemacht hast, war Kerel. Hier bist du zusammen mit deiner langjährigen Assistentin, mit der Monika Jacobs. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Wir haben uns gerade unterhalten, wo du sehr bewundernd darüber gesprochen hast, wie amerikanische Kostümbildner mit 20 Assistentinnen und Assistenten arbeiten und das auch als selbstverständlich ansehen. Wie ist das hier in Deutschland mit? Ja, in Deutschland hast du einen Assistenten und wenn du sagst, du brauchst noch einen, gucken, also würde ich nie kriegen in Deutschland. Das ist hoffnungslos. Man muss gucken, dass man dann sehr gute Mitarbeiter findet, die sehr gut nähen können und im Notfall eben für alles zuständig sind. Und das waren die ja auch immer. Die waren engagiert und sind gerannt und haben mir auch schon immer gesagt, dass sich da wieder was zusammenbraut und irgendwo schon wieder ein Regisseur mit irgendjemand was getuschelt hat. Dann kam die zu mir gerannt, hat gesagt, komm doch mal runter ins Atelier, weil wir oben im ersten Stock unser Büro hatten. Und dann bin ich da runtergekommen und dann hat der Regisseur von Aimé und Jaguar zu der Garderobiere, die meine Freundin war, gesagt, du alte Petze, weil ich dann unten auftauchte. Ich habe das dann auch verhindert. Also man muss eine gute Truppe mithaben, dann wenn man nicht 20 Assistenten hat, die also die anderen ersetzen. Was ist die Vorbereitungszeit? Wie lange normalerweise jetzt an einem Film Vorbereitung und dann? Ja, das kommt ja auf den Film an. Also wenn ich an Hemingway denke, der fürs Fernsehen gemacht war, haben wir ein halbes Jahr vorbereitet und ein halbes Jahr gedreht und sind dabei um die ganze Welt geflogen, wo der Hemingway gewesen ist. Im Skifahren in der Schweiz, dann in Venedig Entenjagd und mit der jüngsten, mit seiner letzten Liebe, die er da trifft. Er war mit zwei Frauen dann in Florenz und in dem Film. Und das war also, da sind wir dann, nachher sind wir anschließend haben wir Bürgerkrieg in Spanien gedreht und dann sind wir nach Paris geflogen und haben da 20er Jahre die Dichter und die großen Künstler praktisch Paris in der Zeit, Gertrude Stein und also ganz berühmte Namen und andere Dichter tauchten da auf, also alles frühe 20er Jahre und dann ist der Hemingway wieder nach Paris gekommen mit der Armee, als Armeekorrespondent und ist dann also während des Zweiten Weltkriegs mit seiner ganzen Korrespondententruppe in Paris eingezogen. Also das ist so, das müssten auch dann wirklich die 40er Jahre sein und vorher waren es die 20er Jahre mit Gertrude Stein. Also es war, man musste immer sehr genau recherchieren und das war aber so wirklich ein halbes Jahr vorbereiten mussten wir und dann haben wir erst in Europa gedreht. Das nächste und dann bitte. Sind wir nach Amerika, nach Key West und überall hingekommen, nicht? Jetzt sind wir schon bei den internationalen Produktionen. Also das ist ja auch eine große Produktion, die du ausgestattet hast, Brennendes Geheimnis mit Faye Dunaway. Wie war das, das Arbeiten mit einem Weltstar? Das war eine englische Produktion,
Ich glaube, die war mit Deutschland gar nicht. Oh, das war eine Koproduktion. War eine Koproduktion, nicht? England, Deutschland, USA. England, deutsche Koproduktion. Und da war die Faye Dunaway der Star. Das war eine Novelle von Sachs. Habe ich jetzt auch nicht. Hast du auch vergessen? Ja. Ich glaube, von Stefan Zweig. Ja, ja. Eine Stefan Zweig-Novelle. Und das war so, der Grundinhalt war, dass die Faye Dunaway eine Diplomatengattin war, die mit ihrem Sohn, der ein Lungenleiden hatte, in ein Sanatorium fuhr in der Schweiz. Das haben wir zwar in Prag, in der Umgebung von Prag gedreht, in der Tschechoslowakei, in einem wunderschönen Hotel, was ein großes, wirklich wie ein ganz frühes, altes, schönes Hotel aussah. Und da hörte ich, dann waren die alle immer sehr, ich habe das gesagt, ja, das würde ich natürlich gerne machen. Waren wunderschöne Sachen, also die Dunaway war die überhaupt die Hauptperson und der Gegenspieler war der Brandauer. Und dann hat mir die englische Produzentin, die war immer so besorgt, ob ich das auch wirklich kann, die kannte mich ja nicht, und hat mir immer erzählt, wie schwierig die Dunaway ist und dass sie gerade in der BBC was gemacht hätte und da hätten ihr die Kostüme überhaupt nicht gefallen und sie hätte ihren Couturier da eingeflogen und die hätten das alles nochmal neu machen müssen und es war ein einziges Theater und die war immer sehr besorgt, weil die, also ich für die keinen Namen hatte, der ihr irgendwie bekannt war. Und dann habe ich aber gesagt, ich würde sie bitten, mich nach New York fliegen zu lassen. Ich möchte die Dunaway, bevor ich überhaupt was mit der mache, treffen. Und dann habe ich in New York in einem guten Kostümhaus mir sehr schöne Sachen, echte Teile ausgesucht, die ich ihr einmal überziehen kann. Und die ist zu mir ins Hotel gekommen. Ich habe da im Hilton gewohnt, in dem Turm. Und wir haben einen halben Tag miteinander geredet. Und ich habe ihr diese ganzen schönen historischen Sachen angezogen. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ausnahmsweise mal, man machte das als Kostümbildner nicht, dass man selber Maß nahm, man ließ Maß nehmen von einer Schauspielerin. Aber da wir nur zu zweit waren, sie die Hauptdarstellerin, ich die Kostümbildnerin, habe ich gesagt, ich würde sie gerne einmal vermessen, damit ich in meinem Kopf ihre Maße hätte. Und das hat sie alles über sich ergehen lassen und war furchtbar nett. Und dann habe ich so schöne Teile in London gefunden, Stickereiteile und solche, also und Stoffe, sodass ich, also es mir wirklich Spaß machte, diese Kostüme, sie hochelegant anzuziehen. Und der Höhepunkt war ein Silvester 1920. Und das ist das Silvesterkleid von 1920 im Entwurf. Das habe ich für eine Zeitung dann gezeichnet noch. Und da, das war ein Tee-Rose, also eine Teerosenrose im Chiffon, in einem reinseidenen Taff und in einem Crêpe de Chine. Und diese drei Tee-Rose-Stoffe hatte ich aufgekauft in London in einem Geschäft und habe daraus dieses Silvesterkleid gemacht. Und hier war noch eine echte Perlstickerei drin, die ich von einem Händler hatte, der sich so um alte Details mit Stickereien gekümmert hatte. Und die hat mir die Kostüme, also die Kostüme waren auch wirklich wunderschön. Also ich habe der natürlich wunderschöne, die sah ja auch toll aus. Und die war überhaupt, also hatte überhaupt nichts gegen mich, sondern es war eigentlich ein reiner Erfolg. Die fühlte sich toll. Und dann haben die als einziges, der Film war nach Venedig geschickt worden und als einziger habe ich dann einen Preis für das Kostümdesign von Stefan Zweigs Novelle gekriegt. Nicht? Also das war ganz toll, aber das hätte nicht so geklappt, wenn die nicht, also praktisch wir diese Begegnung gehabt hätten. Und die sah bildschön aus, die hat auch immer Komplimente gekriegt und die konnte die Kostüme super tragen. Und der Brandauer war der Liebhaber, der jeden Abend bei ihr am Dinnertisch saß und eigentlich in die Frau verschossen war, aber er beschäftigte sich mit ihrem lungenkranken Sohn, um über den Sohn an die Mutter ranzukommen. Das hat dann im Laufe der Handlung der Sohn mitgekriegt, dass er gar nicht gemeint ist, sondern die Mutter. Und dann gab es eben in diesem Kleid im Silvester 1920, gab es dann den Countdown von dem Film, wo der Brandauer die gerade entblättert und der Sohn irgendwie die Mutter sucht und in diesen Turm gerät, wo die sich gerade ihr Techtelmechtel eingerichtet haben und so. Also, und das war auch so, das ist mir gelungen.
Also, aber Volk mit der Theaterkunst in München damals, die hat mitgezogen und die, wir haben die total eingewickelt im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist, das kann man nie voraussagen. Das ist so, das sind so Dinge, die auf einen zukommen und wo man, und es, manchmal muss man auch was absagen oder sagen, nee, das mache ich nicht. Also so, das muss man so, man muss, und der Regisseur fand das auch toll. Noch ein schönes Zitat von dir. Ich denke in Stoffen. Ich denke in Stoffen. Also deine Beziehung zu Stoffen oder die Wertigkeit von Stoffen. Ja, man braucht ja lange, bis man sich entscheidet, bei einem Entwurf für eine Szene den richtigen Stoff zu finden. Und wenn aber der richtige Stoff dann irgendwann auftaucht, ich habe immer so lange gewartet, bis ich den richtigen Stoff entdeckt habe. Und wenn ich den hatte, habe ich immer gesagt, das ist die halbe Miete. Da ist die Hälfte des Kostüms schon mal der wunderbare Stoff. Hat man einen falschen Stoff, dann funktioniert es von vorne bis hinten nicht und irgendwo bleibt immer ein Wurm in dem Kostüm, der, den vielleicht andere gar nicht sehen, aber wo ich mich selber also ärgere, dass ich das gemacht habe. Nicht? Einmal habe ich es gemacht, um zu sparen bei Maria Schell, und habe ihr einen kunstseidenen Reversibel in einer schönen blauen Farbe ihrer Augen gemacht und mit Sticke ein Abendkleid, aus dem sie fast den ganzen Film nicht mehr rauskommt, weil der Zweite Weltkrieg anfängt mit dem Überfall auf den Sender Gleiwitz. Und die hat diese, ist die erste Frau des, der Stadt und hat auf, ist auf einer Veranstaltung, wo sie dieses Abendkleid trägt. Und dann kommt, da geht es drunter und drüber und sie hat es 3 Tage an. Wir mussten 2 oder 3 Kostüme haben, um diese mittlere oder schlechtere Phase auch vorzubereiten. Eins musste immer top bleiben und das die anderen, weil wir das ja nicht chronologisch gedreht haben. Und da habe ich, wie ich die erste Anprobe gemacht habe, mit der die war, sah bis zur Taille entzückend aus. Und unterhalb der Taille war sie etwas verwurstelt in den Hüften und in den Oberschenkeln und es sah nicht so schön aus. Und der Stoff hat ihr nicht, die Farbe hat ihr gestanden, der Stoff war zu unbeweglich und zu schwer. Und da habe ich mich entschieden, das war gestickt, da war Durchbruch im Ärmel mit so einem weiten, mit so einem weiten Schluppi hier und so einem schmalen Bündchen in einem so richtig tollen Blau, genauso blau wie ihre Augen. Und dann habe ich die mit dieser Wienerin gesprochen, die in dem ihrem Salon das hergestellt hat und die hat gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt also nochmal neu. Und ich habe weißen Crêpe de Chine gekauft, wir haben ihn in dieselbe Blau gemacht und der floss und fiel und sah zauberhaft aus. Und wir haben diesen ganzen Durchbruch nochmal gemacht und die Kostüme wurden dann leider teurer aus dem Salon in Wien. Das hat die vollkommen auf sich genommen. Die hat gesagt, mir ist das wurscht, ich habe sowieso Kunden. Also mir hat das Spaß gemacht, mal für einen Film was zu machen. Und dann sah die Shell fantastisch aus in dem Kleid. Nicht? Aber es war wirklich dann der richtige Stoff. Man darf sich nicht, also es gibt Kostümbildner, die machen, ich sage nicht, wer es ist, aber die machen Kompromisse, weil sie das selber gar nicht aushalten. Eine Suche, die machen irgendwann, sagen, dann nehme ich halt einen anderen Stoff. Nee, ich nehme nur einen anderen Stoff, wenn er mir besonders gut gefällt und vielleicht noch besser als der erste. Und das habe ich auch immer durchgesetzt. Das hat ja der Rainer auch gesagt, die Hartnäckigkeit hätte ihn eigentlich zu meinem Freund gemacht. Ich habe jetzt übersprungen diese Geschichte mit Julie Delpy bzw. Homo Faber und Sam Shepard. Weil da hattest du ja das erste Mal das Erlebnis, dass ein Sponsor eingekleidet hat, den Hauptdarsteller. Und das lassen wir jetzt mal zur Seite. Vielleicht gehen wir mit Armani. Oder willst du die Geschichte erzählen? Also das war eine unglückliche Entscheidung von der Produktion. Das würde ich nie, also im Nachhinein, es hat mich nie also richtig glücklich gemacht. Und jetzt kommt... Das ist immer noch der, das ist noch immer Aimé und Jacques. Ne, das war die Julie Delpy. Davor das Bild. Davor war die Julie Delpy mit dem Homo Faber-Dress. Also die Geschichte, dass der Homo Faber sich in seine eigene Tochter verliebt, ohne dass er weiß, dass es seine Tochter ist. Und da, die sind ja auf einer Schiffsreise, haben die sich kennengelernt oder vorher in Paris. Und dann haben sie gemeinsam diese Schiffsreise gemacht und er verliebt sich total in sie. Und es stellt sich dann wirklich raus, dass es seine Tochter ist. Und sie hatte ein Gepäck, die Sukowa spielte ihre Mutter, die war, wie heißen die Leute, die da in Kunstscherben im Altertum... Archäologin. Ja,
Und die praktisch, die hatte ihr, habe ich mir ausgedacht, ja, habe ich einfach gedacht, wenn die so ein, die sollte nach New York fahren und sollte sich mal New York ansehen und ins Theater gehen und in die Oper gehen und so Kultur genießen als 17-Jährige. Und dann habe ich, und dann gibt es am Schluss, bevor die da in Griechenland, in Athen ankommen, da in Piräus mit dem Schiff, gibt es nochmal einen großen Ball, also eine große Tanzerei auf diesem Schiff. Und dafür, und ich habe ja Rucksackkleider gemacht. Sie hatte einen Rucksack und noch irgendein kleines Tragegepäck. Und da musste alles drin sein, ein Kleid fürs Theater, ein Kleid vielleicht für den Sommer. Und dann habe ich ihr so eine Dreiviertelhose gemacht und einen weiten Rock aus Piqué. Und dann immer diese schönen T-Shirts da drüber. Und dann haben wir versucht, ihre Jeans, der Schlöndorff wollte ein paar Jeans haben, wie er sie von den Studentinnen in den 50er Jahren in Paris gesehen hatte, die man unten umkrempelt, die dann karierten Stoff auf der Unterseite hatten. Und da haben wir ganz lange probiert und wir haben ihr diese Hose neu gemacht und haben ausprobiert, was ihr am besten steht und haben sie dann so schlank, wie wir dachten, schlanker kriegen wir die nicht, also aber eine gute Hose gemacht. Und dann hat der Schlöndorff, also auch bei diesem, der hat bei diesem einen Sommerkleid, wo sie so hübsch aussehen muss, weil der Vater sich so in sie verliebt und ja nicht weiß, dass es seine Tochter ist und mit ihr das erste Mal ins Bett gehen will. Und da muss sie kommen und muss zauberhaft aussehen. Und da hatte ich ihr von diesem, die hatte so eben diese Kniehosen und aus diesem Piqué und dann diesen schönen Rock, dann war der vorne offen, dann sah man, dass die Dreiviertelhose drunter war, also es war eine absolute, wie eine Modezeichnung aus der Zeit. Das ist nachher ihr Kleid zum Tanzen in dem Abschlussball. Und das ist so ein klassisches Kleid aus den 50er Jahren gewesen, dunkelblau, mit vielen Nähten und schönen Bahnen, so, in dem sie sehr mädchenhaft aussieht, wo sie aber ins Museum gehen konnte, wo sie in New York ins Konzert gehen konnte und immer gut aussieht. Der Höhepunkt des ganzen Films war ja, dass sie von der Schlange gebissen wird und daran auch stirbt. Und dann musste sie in einem Bikini unter einem Baum liegen und irgendein Buch lesen. Und dann kommt die Schlange und damit kommt das Gift sozusagen in ihren Körper. Und dann habe ich ihr aber, da sie eine schwierige Figur hatte, von der Hüfte nach unten, habe ich ihr dann aber das sogar noch betont. Ich habe ihr ein Bikini gemacht aus einem roten Stoff mit weißen Punkten, richtig dicken, fetten, weißen Punkten, aber so eine ganz kleine Bikinihose an der Seite so gebunden mit so zwei flotten so Abschlüssen und dieser BH. Und oben war ja sowieso bestens proportioniert. Und sie musste aber, im Buch lag sie unter einem Baum, irgendeinem Pinienbaum oder so, und hat gelesen. Da hat der Schlöndorff die Idee, das war ein drapierter Bikini, der eben ihre Hüfte dann weiblich betont hat. Dann hat der Schlöndorff gesagt, die muss auch ins Wasser zu ihrem Vater da unten. Und mit dem Bikini habe ich gesagt, du, der ist nur fürs Trocken, also den kannst du nicht ins Wasser schicken. Nein, er will aber, dass sie damit ins Wasser springt. Da habe ich gesagt, da tust du dir keinen Gefallen. Der wird wie so ein schlaffer Sack hängen, als ob sie so eine Windel noch eben drin hat oder irgendwas, weil das ja alles Drapierungen waren. Ich sage, das hält der Stoff nicht aus. Sie musste rein, sie sollte ins Wasser gehen. Daraufhin haben sich alle Beleuchter weggewendet von dem Wasser und haben in die Landschaft geguckt und hat gesagt, sag mir Bescheid, wenn die wieder angezogen ist, haben die Beleuchter gesagt. Gut, also sie ging ins Wasser und dann war die Kamera ganz groß auf sie gerichtet, wie sie wie eine Nixe aus diesem Wasser kommt. Und die kommt raus und es hängt wie ein nasser Sack. Und da hat Schlöndorff gesagt, ja, das können wir natürlich nicht nehmen. Habe ich gesagt, habe ich aber vorher gesagt. Jetzt war aber auch der Bikini hin. Also solche Sachen hat man erlebt. Aber wie auch immer, es war ein wunderbarer Film, den man machen, ja. Also den man machen musste. Also das war, zu dem Film gibt's noch Sheppard war ein Sonderfall, ja. Aber er hat mir getraut und Schlöndorff, wenn er vielleicht sagte, erzählst du noch kurz die Anekdote von Sam Sheppard, wie er dir ein sehr großes Kompliment gemacht hat mit den Augen. Ja, und dann wir mussten zu Armani gehen und ich hatte lange Kämpfe mit der Firma Armani. Ich wollte diese, da war gerade eine ganz andere Mode im Gang, als vielleicht ein Ingenieur in 50 Jahren anzuziehen. Und dann habe ich da so lange rumgemacht, bis die mir alte Musterbücher gegeben haben mit schwereren Stoffen, die jetzt
es waren so Schlotterstoffe, alles hatte oben Buntfalten und unten karottendünne Beine. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht nehmen. Und dann haben die gesagt, ja, Sie sind die Designer. Habe ich gesagt, nee, ich bin der Designer. Also haben wir uns gestritten. Und dann haben sie nachher, also mit langen Zähnen, ihre alten Bücher rausgeholt von ihrem Material. Und dann habe ich gesagt, na gut, also das würde da irgendwie ganz schön sein und das. Aber die Schnitte müssen anders sein. Also die, sie haben dann, ich habe versucht, das ganz große Unglück abzuwenden, indem ich nur aufgesetzte Taschen an diese Anzüge gemacht habe, sodass man immer noch was kürzer machen konnte und keine Tascheneinschnitte dran waren. Aber ich wusste schon, dass es also hundertprozentig gut hat, es mir überhaupt nicht gefallen. Also eigentlich war ich stinksauer, dass ich das machen musste, so wie sie es wollten. Die hatten eine Pauschale mit Armani ausgemacht. Die haben, glaube ich, 10.000 Euro bezahlen oder noch D-Mark bezahlen müssen. Und dafür hätten sie alle Anzüge fünffach gekriegt, wenn der Name da drin steht. Na gut, also, und, aber dann hat am Schluss, haben wir mal, irgendwann haben wir in Paris gedreht und da hat er die, das war die Szene, wo er seine Tochter das erste Mal sieht und sich in sie verliebt, weil sie auch im selben Museum im Louvre da sich die Kunst anguckt. Und da hatten wir von Armani einen blauen Trenchcoat. Also er sah auch nicht richtig aus wie 15 Jahre, aber es war noch das Seriöseste. Es war aus Gabardin und der war lang wie 15 Jahre. Und also er, ja. Und dann hat er mich, während wir da drehten, das war der Ruhetag vom Louvre, sodass wir alleine im Louvre waren. Und ich konnte mir erstens mal in Ruhe in den Pausen die Venus, die berühmteste Venus der Welt ansehen. Und dann ließ er mich rufen und hat gesagt, sag mal, hast du nicht im Fundus noch irgendein Trenchcoat, der aussieht wie so ein altmodischer, echter Trenchcoat? Habe ich gesagt, ich gucke, ich habe auch welche, aber ich glaube nicht, dass die groß genug für dich sind. Also wir hatten uns entschlossen, ich hole die und er wird die anprobieren. Und dann habe ich mir überlegt, dass es ja da in dem Museum keinen Spiegel gibt. Bei der Venus von Milo steht ja nicht irgendwie ein Spiegel, wo der mal reingucken kann. Und dann habe ich gesagt, ja, wie willst du denn überhaupt wissen, dass der andere nicht steht oder besser steht? Da hat er gesagt, ich gucke einfach in deine Augen und in deinen Augen sehe ich das, ob es dir gefällt oder nicht. Und so machen wir es auch. Und dann hat er meine Augen geguckt und dann habe ich gesagt, du, der Beste ist der von Armani. Die anderen sind alle zu klein und zu fipsig. Sagt er, gut, zieh ich den an. Damit war der Fall erledigt. Aber solche Sachen, es sind so persönliche Sachen. Die Schauspieler haben ja auch, die brauchen Kostüme, die sie akzeptieren können und die ihnen diese Rolle gibt, nicht? Das ist, glaube ich, noch eine Produktion, wo du sehr viel Energie reingesteckt hast, die Katharina die Große. Es war die Catherine Zeta-Jones, die letztendlich, die war in England bekannt, die hat mit 14 schon Musical getanzt, aber war international noch nicht bekannt und schon gar nicht in Amerika. Und die hat mir, war eine Auswahl, es gab noch eine andere, eine Amerikanerin, die auch dafür vorgesehen war. Und da ich wollte sie mal sehen, wie sie aussieht. Und da habe ich sie im Kempinski hier in Berlin getroffen. Da war sie zu einer Besprechung mit der Produktion da. Und dann hat sie mir am Ende, als ich wegging, gesagt, drücken Sie mir die Daumen, dass ich den Film kriege. Und wenn ich überlege, was die für eine Karriere auch schon hinter sich hat. Und dann habe ich Katharina die Große angeboten gekriegt. Von einem amerikanischen Regisseur, der schon Peter den Großen mit dem, das war der Bruder von der Schell, glaube ich. Maximilian. Der Maximilian Schell. Und dann habe ich mir die nachher mal, also ich hatte zwei Firmen, ich durfte in Italien die Kostüme machen. Ich hatte noch nie einen Rokoko-Film gemacht. Ich habe mal Recherchen gemacht, wie verrückt. Und dann habe ich mich berauscht an den schönen Stoffmöglichkeiten in Italien. Die hatten so wunderbare Stoffe und ich habe auch so wunderbare Sachen getrödelt. So ein Medaillon von einem Rokokostuhl, der sich als Stecker hier vorne eingearbeitet hat, in ein rotes Kleid, was sie trägt, wenn sie das erste Mal den Potjomkin sieht. Und ich habe mir die Puppe bauen lassen, weil die normalen Schneiderpuppen gar nicht für die Rokoko-Kostüme geeignet waren, weil die ja mit dem Korsett den Busen fast hier oben landen ließen, den sie so hochschob. Und da habe ich mir, in Italien gab es eine Firma, die historische Puppen herstellten und nach den Maßen von der Catherine Zeta-Jones. Und da haben wir die dann alle später raufgehängt und nochmal ein bisschen korrigiert. Und
da habe ich mal gesagt, das ist erstmal die Puppe mit dem Unterdings. Da ist die Puppe, dann hat die unter der Corsage hat sie noch ein Batisthemd. Dann zieht sie die Corsage an und dann unter diese Ende von der Corsage zieht sie noch diese Paniers, diese ausladenden Teile, die man auch beim Reiten trägt, weil die so beweglich sind und so klein sind. Dann macht man diesen Grundrock über diese Sachen und dann macht man später die Jacke, die kommt dann da drüber und dann gibt es noch immer diesen Stecker, der vorne reinkommt, der ein extra Teil ist, der hier eingehakt wird. Das ist ein tagesjunges Mädchenkleid von der jungen Katharina. Und die Stoffe waren alle aus Italien oder aus Paris, also von den schönsten Firmen. Nächste. Na, das ist mein Dauerschauspieler, mit dem habe ich 8 Filme gemacht. Und mit dem Regisseur auch sehr viele. Ja, der arme Müller-Stahl und der ist der zweite große Film, den er mit dem und dann habe ich ihn noch mal im Geisterhaus auch später gehabt. Ich habe mal die Filme, dann Glut ist der Armin Müller-Stahl. Also ich habe ihn immer wieder als Hauptdarsteller. Und eigentlich wurde er fauler und fauler, was Anproben betrifft und hat immer gesagt, ach, du kennst mich doch und so. Und zum Schluss habe ich gesagt, naja, wenn die Hose eng bei ihm sitzen muss, muss ich meine beiden Hände in den Hosenbund stecken. Die Größe stimmt so etwa. Und dann hat er nur noch den Rumpf anprobiert von den Anzügen und die erste Hose und alles andere, weil er zu faul war und die anderen. Und das fand ich eigentlich unmöglich, aber mehr konnte ich aus ihm nicht rauskriegen und wir sind bis heute eigentlich in einem sehr guten und liebevollen Verhältnis. Das kann man nachlesen im Buch. Er hat einen Beitrag geschrieben im Buch. Und vielleicht als letztes zu deiner Zusammenarbeit, die leider nicht realisiert wurde, aber doch viel Vorarbeit hatte mit Stanley Kubrick. Ja, ich hatte das wie also ein Angebot bei Stanley Kubrick einen Film über den Zweiten Weltkrieg eigentlich zu machen, nach einem Roman. Und da habe ich, also Kubrick war ja eine Legende, ich hatte ihn nie gesehen und die Filme, die waren ja nicht so zahlreich, aber alles absolute Hits, die er gemacht hatte. Und ich bin durch einen Architekten, einen sehr guten Bühnenbildner und Filmarchitekten, der Kubrick gut kannte. Jan Schlubach. Der übrigens das Filmmuseum 1984 hier. Ja, und der Schlubach war inzwischen Freund von Kubrick, war da oft und der Kubrick hat ihn gefragt, wen er empfehlen könnte und da hat mich der Schlubach vorgeschlagen. Und da hat mich ja, also erstmal habe ich mich furchtbar gefürchtet und dann war es, also der Film ist leider dann oder Gott sei Dank nicht gemacht worden. Es war also eigentlich ein Film über polnische Juden, die mit dem Nazi-Beschluss hier von der Wannsee-Konferenz am so und so vielten März des Jahres oder es gab ein Datum, wo Polen judenfrei sein musste. Und da schafft es eine junge Frau aus einer Familie mit ihrem Neffen, so sich zu verkleiden und immer wieder unterzuschlüpfen oder Jobs anzunehmen, um auch sich nach dem Krieg wiederzufinden und nochmal ein neues Leben aufzubauen. Und diese Hauptdarstellerin hatte sich der Kubrick ausgesucht, die gab es schon, die durfte ich, aber den Namen habe ich nie erfahren. Ich habe sie immer mit der Rolle, die sie spielte, an. Tanja hieß die Rolle und Tanja habe ich sie auch immer angesprochen. Und da musste ich mit ihr Kostümproben machen. Kubrick wollte sehen, am liebsten hätte er alle Kostüme nur echte Sachen aus dem Fundus genommen. Aber das gab es gar nicht, so viele Kostüme in der Größe, die sie hätte tragen können, gab es nicht. Aber ich musste für sie ich habe sie bis München geschleppt, bis Berlin, wir haben da Anproben gemacht bei der Theaterkunst, ich habe auch was Neues machen lassen. Ich habe sehr viel echte Originalkostüme mitgehabt und ich hatte die Aufgabe, sie zu fotografieren in diesen Kleidern, Mänteln, Hüten und diese Fotos doppelt zu kopieren und er bekam einpacken, ich einpacken und dann sollten wir beide separat von uns sagen, welche die besten sind, die er stehen und welche nicht so gut aussehen. Und dann wollte er daran vergleichen, ob wir uns verstehen und das hat übereingestimmt. Wir hatten beide dieselben Sachen rausgesucht, offensichtlich mit dem richtigen Blick.
Und dann ist ja der Film hinterher nicht gemacht worden. Also das ist, also eigentlich, es waren so furchtbare Gräueltaten drin, die man heute sozusagen auch immer noch ja in diesen neuen, die wieder aufgetauchten alten Nazi-Sendungen in bestimmten kritischen Sendern sieht. Also ich bin froh, dass es eigentlich nichts geworden ist, aber dass es kein Kubrick-Film geworden ist, bedauere ich zutiefst, nicht? Jetzt haben wir noch eine kleine Zusammenstellung von Schauspielern, mit denen du zusammengearbeitet hast, beispielsweise das nächste, die dir auch eine entsprechende Widmung. Das ist Jeanne Marot in Kirel. Also ich kann kein Französisch, aber das inhaltlich ist das ungefähr so, wie, also Sie werden es vielleicht lesen können, wer Französisch kann. Also es ist ein Glück, dir als Frau begegnet zu sein. So ähnlich ist der Text, und dass es ein Glücksfall ist, und von dir die Kostüme zu kriegen. Und die spielte ja in Kirel die einzige Frau, die praktisch die Oberbarfrau da war in dem schwulen Männerfilm. Das ist Jeremy Irons in seiner jüngsten Fassung vom Geisterhaus, wo er 25 sein soll. Und sozusagen die seine Angebetete das erste Mal sieht, und den, der schafft es ja dann zum Schluss als 70 oder 75-Jähriger da noch Senator zu werden oder eben nicht mehr zu werden. Und es ist ja die Chile-Geschichte eigentlich. Fedanovi haben wir schon. Und das ist Fedanovi in einem dieser Abendkleider, vielen die ich Dank. Ihr gemacht habe. Sie hatte nur Dinner, wo sie immer den Brandauer traf und den Sohn auch mit hatte zu dem Dinner. Und jedes Mal hat sie ein total anderes, wunderschönes Kleid gekriegt. Und die sah auch bildschön aus, die Fee. Und das ist eine Hymne von Glenn Close über ihre Kostüme. Das Feria hieß ihre Rolle, und da hat sie gesagt, mein Herz schlüge richtig also für die Feria, weil ich ihr so gute Kostüme gemacht hatte. Und das ist die Marilyn. Ja. In ihrer jüngsten, die musste ja am Anfang auch 25 sein und am Ende war sie 60 oder 70. Und das war so, beide Frauen waren 45 in der Mitte ihres Lebens und die mussten eben jung sein und auch alt sein. Das ist ja mein großer Schwarm damals gewesen, Burt Lancaster, als Industrieboss der IG Farben. Und die Julie Christie spielte die Schwiegertochter von ihm, weil sie einen Sohn heiratete. Aber ich habe immer, das sind immer Komplimente von den Schauspielern, wirklich sehr liebevolle Komplimente, nicht einfach nur so. Also, haben Sie denn noch Fragen? Ich weiß nicht, ob man das noch lesen kann. Ich weiß nicht, ob man das noch lesen kann. Gibt es denn noch Fragen? Es ist aber auch so, ja. Ja, mich würde noch mal interessieren, wo haben Sie denn studiert? Es hieß ja am Anfang Kunst und Kostümgeschichte oder Kostüm, weiß ich nicht, wie es richtig hieß. Und was sind dort eigentlich die Schwerpunktfächer? Das habe ich eben nicht verstanden. Und was sind die Schwerpunktfächer dort, also in diesem Studium? Naja, und das wird sich Als letztes noch, was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, was man braucht in Ihrem Job? Ja, also eine Sache, die wichtig ist, um mal auf den Job zu kommen, ist eben Durchsetzungsvermögen und sich nicht kleinkriegen zu lassen. Also wenn man sozusagen, dann muss man, ich habe zwei verschiedene Ausbildungsstätten gehabt. Einmal ganz kurz die in Ost-Berlin die Textil- und Modefachschule, und ich habe vorher ich bin abgegangen vor dem Abitur, und ich habe eine Lehre gemacht, eine Schneiderlehre, die ich mit einer 1 bestanden hatte, was ich mich selber erstaunt hat, aber es war so. Und mit dieser Schneiderlehre in der Tasche bin ich in Berlin an die Textil- und Modefachschule an der Warschauer Brücke gegangen. Und da bin ich ungefähr anderthalb Jahre geblieben, und dann sind einige meiner Kolleginnen, die mit mir angefangen haben,
in den Westen gegangen. Damals war die Mauer noch nicht, die gab es ja gar nicht zu der Zeit. Und man konnte mit der S-Bahn über Friedrichstraße auch in den Westen fahren. Und da bin ich mit den anderen gefolgt, weil ich mit denen ja schon lange da zusammengesessen hatte in dieser Ostberliner Ausbildung. Das hat alles inbegriffen. Wir haben praktisch Schnitte an den Schneiderpuppen abgeformt, wie man aus Seidenpapier schöne Kleider entwickelt, indem man an der Puppe Sachen abformt und daraus einen Schnitt entwickelt. Solche Sachen. Und wir haben natürlich, wir haben alles, wir haben Kunstgeschichte und Kostümgeschichte und ganz, also alles, was den, wir sind, also eigentlich, wir haben keine, und als Abschluss mussten die Älteren dann, die ich noch erlebt habe da, die haben dann am Schluss eine Modenschau gemacht, die auf dem Laufsteg da in Ostberlin, aber da bin ich ja nicht länger als anderthalb Jahre geblieben und dann bin ich in Westberlin bei der Meisterschule fürs Kunstwerk. Wir wollten an die Hochschule der Künste und da hätten wir kein Stipendium bekommen und dann bin ich an die Meisterschule in der Straße des 17. Junis da. Die gibt es heute nicht mehr, die ist später der Hochschule der Künste eingemeindet worden. Also ich bin mit meinen, man kann es sicherlich auch anders machen, aber mein Haupt Kraft, glaube ich, war das, dass ich eine Schneiderlehre gemacht habe und wir haben das ganze Studium über mit allen Leuten, die aus dem Osten rübergegangen sind an die Meisterschule, wir haben unser Studium finanziert, indem wir genäht haben für also tolle Frauen, die schon Garderobe wollten, aber wo es noch nicht so viele Boutiquen gab und Firmen, wo sie das kaufen konnten. Für verschiedene Leute war ich. Sie sind auf mich aufmerksam geworden und haben dann versucht, mit mir Kontakt zu kriegen und das weiterzumachen. Also ich denke mir, man muss bestimmt eine künstlerische Ader haben, um das auch alles im richtigen Verhältnis zu halten. Aber ich habe ja keine Kostümbildner-Ausbildung gemacht und habe historische Kostüme gemacht. Das habe ich ja nie gemacht. Ich habe ja nur Mode studiert. Und dann bin ich learning by doing. Mit jedem Film bin ich besser geworden. Und habe Gott sei Dank gerade eine gute Epoche erwischt, die eben den neuen deutschen Film begründet haben. Die ganzen Regisseure, die das gemacht haben. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie es gegangen ist. Ich habe einfach immer weitergemacht und ich habe immer mehr gute Projekte in die Hände gekriegt. Das ist mir aus rückblickend wirklich eigentlich wie ein Wunder gewesen. Aber es war immer die Arbeit, die jemand gesehen hat. Und ich habe mich nie beworben. Ich bin einfach engagiert worden und gefragt worden, ob ich das machen könnte. Also das geht vielleicht heute alles nicht mehr so. Heute habe ich ja gehört, dass es sogar Castings gibt für Kostümbildner, wo drei oder vier der Besten hinbestellt worden und dann dem Regisseur belassen bleibt, für wen er sich entscheidet. Als ich das Geisterhaus angeboten gekriegt habe, hat mir der Produzent, das war ja der Eichinger, aber sein Herstellungsleiter hat mir gesagt, es gibt noch eine andere Kostümbildnerin, die ist auch im Rennen. Aber wir verfolgen das jetzt weiter und ich sage Ihnen ab oder zu, wenn wir dann sehen, wie sich das entwickelt. Und ich habe es dann bekommen. An meinem Geburtstag, den 7. Mai 92, klingelte das Telefon und dieser Herstellungsleiter sagte, Sie haben das Rennen gemacht. Und da hatte man den Wille August gefragt, wen er denn besser fände, aufgrund der Unterlagen und aller Sachen, die er schon gemacht hat. Und da hat er gesagt, das kann er nicht entscheiden, da kann er sich irren, in so einem kurzen Gespräch mit einem oder dem anderen kann er das nicht entscheiden. Und er hat die Entscheidung dem Herstellungsleiter überlassen und der hat gesagt, ich habe diesen Film bekommen. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich ja mit so vielen ausschließlich internationalen Leuten gearbeitet habe, außer dem Armin Müller-Stahl, das war das Geisterhaus. Der war ja der Einzige, der war Direktgriff noch drin und so viele tolle Schauspieler. Und die habe ich glücklich gemacht mit den Kostümen, die ich da entworfen habe. Ich weiß es auch nicht. Man kann da, es gibt, also man muss sich sehr gut auskennen im Gewerbe, man muss ein gutes Handwerk meiner Meinung nach vorher schon kennen, man muss sich auch was zutrauen.
Und man muss aber bestimmt irgendwie eine Begabung für diese kreative Arbeit haben. Das kommt bei mir aus der väterlichen Familie. Die konnten alle zeichnen, waren alle irgendwie malerisch begabt, trotzdem sie das nicht als Beruf hatten. Mein Vater war Architekt und meine Mutter war Medizinerin. Die war Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Daraus kann man ja sicherlich keinen Kostümfilm entwickeln. Vielleicht schon. Aber trotzdem ich meine Mutter heiße und ihr nicht geliebt habe. Also es ist wirklich... ich denke mir, dass die Begabung aus der väterlichen Familie kommt, die alle mit künstlerischen Sachen was zu tun hatten. Und gibt's denn noch? Vielleicht hatte ich, bin ich ein Glück, irgendwie hatte ich einen guten Schutzengel. Ja, da ist noch eine Frage. Ja, mich würde ja interessieren, gibt es einen historischen Bekleidungsstil, den Sie persönlich besonders favorisieren? Wo Nein. Sie sagen würden, dass ich jetzt als Person also ich schätze muss diese sagen, Bekleidung. Es ist mir so gegangen, dass ich immer die Zeit, die ich machen konnte, war ja ein neues Erlebnis und auch eine neue Recherche von der Zeitgeschichte oder überhaupt. Ich musste das ja ganz genau recherchieren. Und bei der Katharina, ich hatte noch nie einen Rokoko-Film gemacht. Ich habe mich da reingeschmissen und habe alles versucht, was ich an Unterlagen kriege, um mich mal überhaupt kundig zu machen. Und hatte das Glück, ich durfte nach Italien in zwei tolle Firmen gehen. Das hat der Produzent gesagt, das würde er wünschen, er kennt die Firmen. Die hatten schon Peter den Großen gemacht und ich sollte da hingehen. Und das war ein Glücksfall. Die haben mich auch selber gestützt, die Firmen. Und die hatten die Quellen und die haben mir die wunderbaren Stoffgeschäfte gesagt, wo ich hingehen muss. Haben auch die Stoffe mit mir bestellt und so. Ich hatte, alleine kann man das sowieso nicht. Ich hatte immer, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, warum das so war. Es ist auf mich zugekommen. Und ich habe es einfach gemacht. Und hinterher haben sie alle also gesagt, boah, sind die Kostüme schön. Also, auch die Catherine Zeta-Jones, die hat das ja also, die hat die ja geliebt, die hat die auch gespielt, die Kostüme. Und die konnte sich wunderbar bewegen. Die hat ja getanzt auf der Bühne und die ist auch Model gewesen. Die war auch in Mode, in London war die auch also ein bekannteres Model, was wunderbare moderne Sachen angezogen hat. Die trug alles wie eine Königin, wirklich. Also, weil sie auch sehr hübsch war, also und ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Ich habe auch Arm-Leute-Filme gemacht, die in ganz einfachen Familien spielten. Das war überhaupt der Anfang. Im Fernsehen habe ich ja sehr viel solche Filme gemacht, Bauernfilme. Aber ich habe alles mit einer Energie versucht zu machen und habe auch dazu gestanden. Und ich habe nie gesagt, oh, jetzt muss ich einen Bauernfilm machen, schade, und das andere hätte mir so viel mehr Spaß gemacht. Ich habe mich reingeworfen. Das, was man gemacht hat, muss man hundertprozentig machen. Ob das heute noch jemand will, davor fürchten sich, glaube ich, die Produzenten, wenn man das macht, weil die eben heute anders denken und mit dem Geld anders umgehen. Und in der Bavaria und so sind ja sehr viele Musikshows und solche Sachen auch am Laufen. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt noch mal so eine Zeit gibt. Also in Deutschland, keine Ahnung. Jetzt muss man nach, das Neueste ist, dass man wieder in die Tschechoslowakei, wie man sie früher nannte, nach Tschechien, also nach Prag geht und in den Baradov-Studios drehen muss. Weil das billiger ist, als es hier zu machen. Da wird ein Drehtag in Berlin oder in München wird aufgerechnet gegen einen Tag in Prag. Und der ist wesentlich günstiger. Also werden jetzt alle günstiger. Jetzt werden alle hingescheucht und müssen da alles machen. Alles kann man da nicht machen. Ich würde die Solos immer versuchen, noch hier zu machen, mit den Leuten, die ich speziell kenne. Das würde so ein neuer Arbeitsanfang sein mit Werkstätten, die bisher ja, also die jetzt sicherlich auch wieder rangereift sind, aber die waren ja in der Mauerzeit, waren die ja also die hatten gute Stoffe in Prag, da gab es sehr gute Wollstoffe, aber es war ganz anders. Die kannten die ganzen schönen Sachen nicht, die man gerne gemacht hätte. Und also ich weiß es nicht, wie das heute ist. Also ich, wenn ich ein Angebot kriege, ich würde mal versuchen, das rauszukriegen, wie das dann ist. Ob ich das dann machen würde, weiß ich ja nicht. Ob ich überhaupt noch gefragt werde. Die jüngeren Leute, die heute anfangen, die sind natürlich nicht so mutig, weil sie auch nicht die Erfahrung haben. Und die sind
also handsamer für Produzenten. Die können mehr bestimmen und die haben ja bisher auch immer gesagt, dass es kein kreativer Beruf ist, mein Beruf oder der Kostümbildnerberuf. Und deswegen hat mir, glaube ich, auch die Filmakademie den Ehrenpreis gegeben, um auf diesen Beruf mal das Augenmerk zu richten. Und überall, was ich musste ja so viele Interviews machen, das war die Verpflichtung von mir, sozusagen denen gegenüber, damit endlich mal, da kam noch die Ausstellung mit Fassbinder dazu und dann kam diese Ehrenlola und dann ist jetzt mal über Kostüme geredet worden, dass das ein gleichwertiger Beruf ist wie die Musik oder die Kamera oder es ist ein Teil für die Gruppenarbeit Film. Nicht? Wenn die gut ist, dient es dem Gesamtwerk. Wenn sie nicht gut ist, kann die auch stören oder man ist enttäuscht. Also ich kann das gar nicht verallgemeinern. Es gibt ja, ich kenne ja viele Kollegen, die auch vieles machen und auch machen ja andere Kollegen auch sehr viele historische Sachen. Vielleicht machen die anders als ich, aber ich habe mir auch immer erlaubt, also sozusagen meinen eigenen Stil dazu zu bringen, weil ich das nie machen wollte, was nur von der Recherche her stammt. Das hätte mir gar keinen Spaß gemacht, weil man es ja auf diese Geschichte abstimmen muss und deswegen kann man nicht ein Vorbild unbedingt ausschließlich als Vorbild nehmen. Mehr kann ich Ihnen darüber eigentlich nicht sagen, oder fällt mir noch was ein? Ja, das ist ein wunderbarer Abschluss, wenn nicht noch eine Frage da ist. Und wenn noch irgendeine Frage offen ist, an der Kasse gibt es dieses Buch zu kaufen, wo noch Interviews drin sind, Artikel. Hanna Schigula hat ein sehr schönes Vorwort geschrieben, Armin Müller-Stahl. Dann auch. Ganz Blöhr viele. Auch. Blöhr hat gesagt, die ist die dritte Kamera. Was hat er gesagt? Armin Müller-Stahl. Kostüm ist die dritte Kamera. Hat gesagt, du bist die beste Kostümbildnerin, mit der er immer zusammengearbeitet hat. Ja. Jetzt, vielen Dank. Vielen Dank. Naja, man muss, also ich habe immer jedenfalls 100% versucht zu geben und auch wenn ich nachher, also manchmal war man natürlich im Schleudern, weil auch Dinge nicht richtig, wenn zum Beispiel nochmal so als Anmerkung, wir haben ja sehr viele Kostüme immer aus London gekriegt oder weil wir in Deutschland gar nicht genug Kapazität hatten, in einem Kostümhaus für alle historischen Sachen das zu machen, weil die gar nicht das geschafft hätten, weil da noch andere Sachen auch zu tun waren. Und ich musste mich immer aufspalten und das war mein Glück, sodass ich diese herrlichen Kostümhäuser in London oder in Rom kennengelernt habe. Und die haben aber meine Arbeit gemocht, die haben zu mir gestanden, die haben mir Stoffe entgegengebracht und haben mir so viele schöne, tolle Tipps gegeben. Das ist mein Reichtum sozusagen, den ich angewendet habe. Also das ist, das sage ich nicht aus Eitelkeit, das sage ich einfach, weil ich habe es auch immer hundertprozentig gemacht. Und wenn der Film dann vorbei war, war es ein, also und wenn jemand sagt, welcher ist der Liebste, also das kann man gar nicht sagen, also weil alle Zeiten wieder eine andere Herausforderung waren. Also ganz früher waren das ja, da durfte ich ja noch gar nichts neu machen, da musste ich immer durch die schönen Möglichkeiten hier durch Antiquitätenläden oder wo ich irgendwas finde. Von der Effi Briest habe ich ja viel Spitzensachen, so Oberteile, die man noch über was rüberziehen konnte, in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Oder die eine Frau hatte eine Mutter, die noch in Amerika geheiratet hatte um die Jahrhundertwende und hatte ihre Kleider alle noch zu Hause. Und da habe ich ganz viel für den Film nicht abgekauft, aber wieder dann hinterher zurückgebracht, aber benutzt. Und man muss auch alles, man muss immer auf der Pirsch sein, wo man was sieht und sich das auch merken. Oder wenn man was Gutes sieht, muss man das auch sich aufschreiben. Alles kann man nachher nicht behalten, aber meine ganzen Recherchen haben auch immer dazu geführt, dass ich gute Sachen gefunden habe. Oder ich habe. Die hat sie auch aufbewahrt. Also wenn man in ihre Wohnung kommt, in dein Arbeitszimmer, etwas höher, wo du die ganzen Schachteln hast, alle Proben von Stoffen, von Knöpfen, von Reißverschlüssen, von allem ist alles vorhanden. Ja, ich habe eben mal diese Uferstoffe gekauft, davon habe ich auch noch welche. Da könnte man auch sehr viele schöne Kostüme draus machen, aber vielleicht
Weiß ich nicht. Also wenn ich nicht, werde ich sie teuer verkaufen. In anderen Produktionen oder so. Also es war jedenfalls ein Beruf, der mich total ausgefüllt hat. Ich wollte am Anfang Schauspielerin werden, aber ich muss sagen, langlebiger war meine Vita bestimmt als eine Schauspielerkarriere. Die würde schon sicherlich vor 20 Jahren in Mütterrollen oder Großmütterrollen übergegangen sein. Also das muss ich, aber ich habe auch immer guten Kontakt zu den, fast zu allen Regisseuren. Die waren natürlich immer froh, wenn sie die Last des Kostüms los waren. Denn der Brilleur hat mir mal gesagt, so in der Mitte unserer 10 Jahre hat er gesagt, weißt du, worüber ich am meisten froh bin? Ich muss nicht mehr zu Anproben in die Kostümhäuser gehen und mitentscheiden. Der hat es abgegeben und hat sich mit guten Mitarbeitern, von denen er überzeugt war, dass sie das zustande bringen, ein Gesamtwerk. Ist ja immer eine Teamarbeit. Sie können ja als Kostümbildner alleine überhaupt nichts bewirken. Dann müssten sie malen oder irgendwas und Ausstellung machen. Aber es ist ja immer ein Gemeinschaftswerk von so vielen künstlerischen Einflüssen, die da zusammenkommen. Die Schauspieler natürlich sind die Leute, die es dann zur Wirkung bringen. Und wenn man die, also das ist bei vielen eben gelungen, dass das Meryl Streep hat gesagt, in einem Interview in München für das Geisterhaus, da war die Premiere war in München und da gab es so ein Presseheft, wo von jedem von uns, der mitgearbeitet hat, von den Führungsleuten, eine kurze Vita war. Und da war das, was die Meryl Streep sagte, in meine Vita eingesetzt worden. Und die hat behauptet, also was ja an mir so gefällt, dass ich die Textur der Stoffe verstehe. Das ist ja das Entscheidende gewesen. Dass ich von Frauen was verstehe und dass ich die Geschichten verstehe. Und dass ich aus all diesen meine Kostüme gemacht habe. Und dass sie eigentlich mit den Kostümen diese Figur bekommen hat, als ich, auch wie sie älter wird, dass zum Beispiel der Busen etwas tiefer ist und die Gewänder loser werden, die blieb ja die Meryl Streep von 45, man musste ja viel machen, um sie dann wirklich älter werden zu lassen. Und das hat ihr so gut gefallen, dass sie in der Pressemeldung behauptete, dass sie nur noch dazu kam mit ihrem Talent. Also da war ich ja zu Tränen gerührt, dass sie sowas sagt. Nicht? Ja. Wer sagt das schon? Ich würde sagen, ein deutscher Schauspieler würde sich zu so einem Spruch nicht hinreißen lassen. Mit wenigen Ausnahmen, sage ich mal. So. Ja. Naja. Also. Vielen Dank, Barbara. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du hier warst. Dein Archiv kommt ja. Nein, du bist ja ein langjähriger Fan von meiner Kunst. Und vielleicht schaffen wir das mal, eine Veranstaltung zu machen im Archiv, wo du nochmal konkret die Objekte auch zeigst. Also jetzt haben wir sie ja nur digitalisiert gesehen, aber die Originale zu sehen sind. Ja, es gibt viele Kostüme auch in Berlin, in der Theaterkunst. Da sind zum Beispiel die ganzen wunderbaren Tiffany-Danneweg-Kleider. Und auch die Kostümhäuser selber haben das erst ganz anders bewertet. Die haben diese Kostüme immer weiter vermietet. Da sind schon 2 oder 3 von der Danneweg sind nicht mehr ihre Kostüme. Da sind Sachen, Perlen, wenn ich echte Teile einsetze. In London gibt es jemanden, der sammelt echte Kostümteile, um sie für Filme bereitzustellen, wenn man was Schönes macht und nicht mehr so viel Zeit und Geld hat, um es neu zu sticken oder neu oder nur noch, dass man vielleicht eine Sache kauft und dann darüber noch mal was, dann noch mal Pailletten drauf näht oder irgendetwas. Aber da kriegte man diese echten wunderschönen Sachen. Und wenn es das nicht mehr gibt, irgendwann wird der Fundus auch erschöpft sein. Ich weiß es nicht, wie das. Das ist aber ein sehr großes Verdienst von der Rainer Werner Fassbinder Foundation, dass die für sehr, sehr viel Geld, also wirklich für wirklich viel Geld, hätte sich kein Museum leisten können, die ganzen die noch erhaltenen Kostüme von Fassbinder. Oder die wiederhergestellten, wir haben sie ja zurückversetzt. Die waren teilweise schon verliehen und umgearbeitet und verändert, Sachen dass die drauf. Restauriert werden konnten und jetzt erhalten sind und in der Ausstellung zu sehen waren. Und so sind wir noch auf der Suche nach weiteren Kostümen jetzt. Ja, aber das Glück der Stunde war, dass die Mauer sich öffnete und wir auf einmal im gesamten Deutschland waren. Und diese erste Ausstellung 10 Jahre nach dem Tod von Rainer Werner Fassbinder war am Alexanderplatz, sodass der ganze Osten auch sehen konnte. Und da haben wir das erste Mal gefahndet, wo überhaupt die Kostüme sind und wie sie aussehen.
Heute geht man damit anders um. Von sehr guten Kostümen, die werden jetzt in Sonderräume gehängt. Also Italien, die berühmten Filme von Visconti, die Kostüme sind alle da. Vom Leoparden und vom Tod in Venedig, die sind kostbarst aufgehoben, in Beutel gehängt und Motten sicher gemacht, ein ganzer Raum voll. Und ich habe mir die ansehen dürfen, also das zum Niederknien schön, die haben die nie weitervermietet. Die haben immer nur die mittleren Sachen wieder für den Fundus genommen, damit man die Menge dann davon anziehen kann. Also es ist schon, und jetzt kommen sie alle darauf, auch sogar die Theaterkunst, dass jetzt haben sie schon seit ein paar Jahren, fangen sie an, diese Solo-Sachen, die Theaterkunst hergestellt hat, wirklich mal in extra Räume zu hängen, um sie nicht mehr auszuleihen. Oft ja für Bälle oder für Feste oder für irgendwas, auch Privatleute. Und das haben die jetzt angefangen und es sind, also nicht alle, aber es sind ein paar Teile von der Fedanewee zum Beispiel sind da noch erhalten. Auch noch ein paar Teile von der Julie Christie aus den IG Farben und so. Oder auch Männerkostüme. Es gibt immer noch einen Anzug aus dem Kurzmalerfilm der auch später den Förster da immer gespielt hat. Christian Wolf, der hat mal eine Kurzmalergeschichte gemacht, die ich ausgestattet habe. Und da habe ich ihm einen sehr eleganten Tweed-Anzug gemacht, weil er der junge, reiche Besitzer von irgendeinem großen Anwesen war, der dann später eine Amerikanerin heiratet. Ein richtiges Schnulze Kurzmaler. Ja, und dieser Anzug ist so guter Stoff gewesen, dass der heute immer noch hängt und beliebt. Der hat eine gute Größe gehabt, der war bestimmt so 1,80 groß, sehr schlank. Und es war ein super Tweed-Anzug mit Weste, mit allem drum und dran. Und jeder Kostümbildner kennt den und nimmt den natürlich mit, wenn er die Zeit dreht. Wie auch Du hast ja letztendlich das Copyright auch da dran. Das ist aber natürlich bei solchen Wiedervermietungen und sowas natürlich nicht, wird das eingehalten. Wir haben mehrere Leute hier gesagt, die wirklich akut im Filmgeschäft drin sind, die haben gesagt, das müssten eigentlich die ganzen Firmen machen. In Italien steht der Name des Kostümbildners drin, wer das Kostüm gemacht hat. Und somit haben die, vielleicht kriegen die dafür auch Tantiemen dann, wenn sie, und das Kleid kann ja, also ein Kleid hält manchmal lange durch und manchmal weniger lange durch und dann ist es eben weg, aber da muss man praktisch eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es in England so, ich kann nicht sagen, wo es so wäre, aber jeder sagt immer, das müsste so sein, dass man den Namen vom Kostümbildner drin hat und wenn dieses Kostüm für einen anderen Film, für eine Rolle oder für die Komparserie rausgeht, müsste der Kostümbildner, der das entworfen hat, so und so viel Prozent, also eine kleine Summe, von diesem Kleid kriegen, solange das Kleid lebt. Wie bei der GEMA. Und das ist in Deutschland, also die würden mich für total durchgeknallt halten, wenn ich denen mal den Vorschlag gemacht hätte. Und meine Dinger sind immer weg gewesen wie eine warme Semmel, weil habe ich auch gemacht. Ich habe mich damals an den besten Leuten, die tolle neue Sachen gemacht haben, habe ich immer gesagt, gibt es von der Bilabel noch was oder für die Zeit oder das oder das oder das. Und dann haben die kannten ja ihre Kostüme, die da drin sind, die habe ich dann zuerst mitgenommen für die Filme, weil das wunderbare Kostüme waren. Nicht? Aber heute, die sind ziemlich verhunzt teilweise. Naja, mal sehen. Jetzt haben wir schon 10:10 und... Wow. Was? 10:10 haben wir schon. So ist nicht dein Ernst. Oh, so bist du. Hat denn das Hotel eine Hausbar, dass man noch einen Absacker trinkt? Ja. Ja, vielen Dank nochmal. Danke für Ihr Interesse. So schön zugehört haben wir.